Wir haben wieder eine Aufgabe mit zwei Flugzeugen. Beide Flugzeuge bewegen sich auf jeweils einer Geraden. Die Längeneinheiten von den Geraden sind in Meter und die Zeiteinheiten in Sekunden ab Messbeginn. Um ein bisschen was vorauszunehmen, es wird so sein, dass wir in der Aufgabe manchmal auch negative Werte für R und S erhalten. Das sind dann einfach Sekunden vor Beginn der Messung. Ansonsten die üblichen Fragen, die man auch öfter sieht: Geschwindigkeit bestimmen, wann ist es am Boden gestartet, wie ist die Höhe, Steigungswinkel, naja, und so weiter. Viel Vergnügen bei den Aufgaben.